Dann möchte ich euch einladen, zur Ruhe zu kommen, innerlich und äußerlich, und uns Gottesdienst feiern zu lassen. Und wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, die uns Nahrung gibt und uns am Leben erhält. Im Namen Christus, der unser Leben geteilt und Gottes Liebe zu dieser Welt gezeigt hat. Und im Namen der Heiligen Geistkraft, die unsere Seele weckt, dass sie zu singen beginnt. Gott des Frühjahrs und der Erntezeit, hier sind wir, geschaffen nach deinem Bild, versöhnt in deinem Sohn und offen für deine Gegenwart. Amen. Wir stimmen uns auf die Erntedankwoche ein mit dem Lied Danke für alle guten Gaben. Und den Text findet ihr auf der Rückseite vom Gottesdienstablauf. Lasst uns beten. Guter Gott, heute wollen wir dir einmal für all das danken, was du uns zum Leben schenkst. Denn es geht uns gut. Wir haben reichlich zu essen und zu trinken. Wir haben ein Dach über dem Kopf und Kleidung. Wenn es uns schlecht geht oder an etwas fehlt, gibt es Menschen, die sich um uns sorgen. All das nehmen wir viel zu selbstverständlich hin und danken vielleicht zu selten dafür. Vergib uns unsere Vergessenheit und lass uns heute in diesem Gottesdienst dankbar sein. Amen. Der Friedensgruß. Frieden. Frieden ist so ein wichtiges, wertvolles Gut, dass wir uns bei der MCC in jedem Gottesdienst den Frieden Gottes wünschen. Wir gehen aufeinander zu und geben uns die Hand. Oder wir bleiben sitzen und winken uns zu und wünschen uns so den Frieden Gottes. Wenn du den Frieden Gottes in dir selbst spüren möchtest, bleib einfach sitzen. Wir respektieren dies und lassen dir für diesen Moment deinen Frieden. Der Friede Gottes, der größer ist als unsere menschliche Vernunft und unsere menschliche Vorstellung, sei mit uns allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen. Als Schriftlesung haben wir die Erzählung aus Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann mein ganzes Getreide lagern und alle meine Vorräte. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir die Ruhe, iss, trink, genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann, was du dir angesammelt hast? So geht es dem, der sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Amen. Göttliche Geistkraft, lass
jetzt der Susanne, der Gemeinde zugewandt sein, für ihre Predigt, für dein Wort. Öffne uns die Ohren, öffne unseren Geist. Amen. Amen. Danke. Liebe Geschwister, der Philosoph Martin Heidegger hat sich ganz besonders mit der Sorge befasst. Sie zeichnet aus, dass sie wesentliche Züge unseres menschlichen Daseins erschließt. Sie ist eine Grundbefindlichkeit unseres Lebens und lässt sich näher beschreiben. Dies hilft ihm, der Frage näher zu kommen, was das menschliche Leben im Grunde ausmacht. Dazu zieht er eine Fabel heran, die aus der Antike stammt. Als einst die Sorge über einen Fluss ging, sah sie tonhaltiges Erdreich. Sinnend nahm sie davon ein Stück und begann es zu formen. Während sie darüber nachdenkt, was sie geschaffen, tritt Jupiter hinzu. Ihn bittet die Sorge, dass er dem geformten Stück Ton Geist verleihe. Das gewährt ihr Jupiter gern. Als sie aber ihrem Gebilde nun ihren Namen beilegen wollte, verbot das Jupiter und verlangte, dass ihm sein Name gegeben werden müsse. Während die Sorge und Jupiter über den Namen stritten, erhob sich auch die Erde und begehrte, dass dem Gebilde ihr Name beigelegt werde, da sie ihm ja doch ein Stück ihres Leibes dargeboten habe. Die Streitenden nahmen Saturn zum Richter. Dieser erteilte ihnen folgende Entscheidung: Du, Jupiter, weil du den Geist gegeben hast, sollst bei seinem Tode den Geist empfangen. Du, Erde, weil du den Körper geschenkt hast, sollst den Körper empfangen. Weil aber die Sorge dieses Wesen zuerst gebildet hat, so möge, solange es lebt, die Sorge es besitzen. Weil aber über den Namen Streit besteht, so möge es Homo heißen, da es aus Humus, das Wort für Erde, gemacht ist. Die Fabel erzählt, wie es zum Namen des Menschen gekommen ist. Auch wenn der Mensch nicht Sorge heißen soll, so ist er doch von der Sorge zum Leben bestimmt. Die Fabel ist für Heidegger ein Beleg dafür, dass das menschliche Leben zeitlebens der Sorge gehört. Solange er in der Welt ist, ist sein Leben durch Sorge geprägt. Von Sorge bestimmt ist auch das Leben des reichen Mannes in der Erzählung von Jesus. Er besitzt viele Felder und die Ernte fiel in diesem Jahr besonders gut aus. So gut, dass die bestehenden Scheunen nicht ausreichen, um die gesamte Ernte zu lagern. Seine Sorge ist wohl, dass ein Teil der Ernte vernichtet werden muss. Daher entscheidet er sich, in neue Scheunen zu investieren. Er will die alten abreißen und neue, größere errichten lassen. Vermutlich sorgt er sich um die Zukunft, denn niemand kann sehen, was noch kommen wird. Weil die Zukunft ungewiss ist, möchte er ausgesorgt haben. Er folgt der Logik der Sorge ums Dasein, wenn er die Ernte für die Zukunft sichern möchte. Damals in Ägypten war es auch so, dass die 7 mageren Jahre nur überstanden werden konnten, weil in den 7 fetten Jahren davor gesammelt worden war. Es entspricht eben der menschlichen Vernunft, auf die Zukunft zu achten und mit weniger guten Jahren zu rechnen. So gilt es auch heute noch als richtig, dass ein Staat, dem es wirtschaftlich gut geht, für schlechtere Zeiten vorsorgt. Und was für Staaten gilt, ist auch für uns Menschen sinnvoll. Wer im Arbeitsleben ist, soll für den späteren Ruhestand vorsorgen. Das klingt doch vernünftig und logisch. Was also ist an dem Verhalten des reichen Mannes auszusetzen? Im Prinzip nichts. Nur das Motiv hinter seinem Verhalten, das ist zu kritisieren.
denn es geht ihm immer nur um seine eigene Daseinsvorsorge. Er sagt, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Es geht ihm hier nur um die eigene Fürsorge und nie um die Fürsorge für andere. Jesus will uns damit sagen, dass wir nicht nur an unser eigenes Dasein denken sollen. Das ist ihm zu einseitig. Zur gelungenen Vorsorge für uns selbst sollen wir die Fürsorge dazu nehmen. Die Fürsorge für andere Menschen um uns herum. Sei es in der Familie, im Freundeskreis, hier in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, bei unseren Freizeitaktivitäten oder in unserer Nachbarschaft. Erntedank, das an diesem Wochenende in vielen Gemeinden gefeiert wird, meint, dass wir dankbar sind, genug zum Essen zu haben, genug an Essen und Trinken, genug Kleidung, ein warmes Zuhause und vieles mehr. Genug zum Leben. Die mythologische Geschichte zeigt, dass der Mensch ein Kind der Sorge ist. Am Erntedankfest denken wir daran, dass der Vorsorge um das eigene Leben in dieser Erntezeit Genüge getan wurde. Die dafür angemessene Haltung gegenüber Gott ist der Dank, denn er ermöglicht uns die Vorsorge. Alle guten Gaben kommen von ihm, wie es auch in einem Lied heißt. Wer dankt, ist reich an Gott, weil er sich des Grundes seines Lebens vergewissert. Die Sorge bleibt, behält aber nicht die Oberhand. Stattdessen soll in uns die Gewissheit wachsen, dass die Ernte auch in Zukunft reichen wird, um gut leben zu können. In diesem Vertrauen wird leichter bewusst, dass die Sorge um das eigene Leben, die Vorsorge, wertvoll und wichtig ist, aber gleichzeitig auch die Fürsorge für andere ermöglicht. Amen. Und nun, nach so viel Theorie und Mythologie, möchte ich euch einladen, ein paar Minuten darüber nachzudenken, für was wir konkret danken wollen, sollen, können. Und weil Bewegung unser Denken fördert, habe ich hier hinten in der Kirche auf verschiedenen Tischen so Papiere ausgelegt, die jeweils nach einem konkreten Dank fragen oder Platz für den Dank, den ihr gerade in euch habt oder für das ihr danken wollt, Platz bietet. Seht die verschiedenen Papiere als Anregung an und wenn euch was einfällt, schreibt gerne was dazu. Denn diese Papiere ersetzen heute unser Fürbittenbuch. Deshalb gibt es auch ein Papier für die Fürsorge. Falls ihr also eine Bitte für etwas oder für einen Menschen habt, auch hierfür gibt es Platz. Und anschließend werde ich alle Notizen, sofern ich sie lesen kann, vorlesen, so wie wir es sonst mit den Eintragungen in unserem Fürbittenbuch machen. Traut euch und schaut euch mal. Guter Gott, hab Dank für alle Gaben, für alle kleinen und großen Gaben. Danke und segne die Gebenden und leg deinen Segen über die, die über die Verwendung der Gaben entscheiden. Heute danken wir für ganz viele Sachen, einen ganz bunten Dank. Wir danken für die Vögel, die morgens zwitschern. Wir danken für Elefanten, für Scheierpferde, für Schildkröten. Wir danken auch für Waldmeister und Pfefferminze und für die Zimmerblumen. Also nicht meine, aber für die Zimmerblumen von jemandem, der heute hier ist. Wir danken
für Linsen und Spätzle mit Essig. Wir danken für Käsespätzle. Und wir danken, dass wir von allem die Fülle haben. Wir danken für Strom, der uns Licht bringt. Wir danken für das Telefon, für die Kaffeemaschine und für das Internet. Wir danken für das Buch der Herr der Ringe, eine Erzählung über Freundschaft. Wir danken für Bücher über Jörg Zink. Wir danken für Peter und der Wolf. Und wir danken für die Lieder Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen und Von guten Mächten wunderbar geborgen. Wir danken für Axel. Jemand dankt für alle, die ihm helfen. Und für die Eltern und Geschwister. Jemand dankt für die Menschen hier bei der MCC. Und jemand anderes vielleicht dankt für meine Freundinnen. Wir danken für die Sonne, für die wieder angenehmeren Temperaturen, für das schöne Wetter heute und für das Zuhause, das wir haben. Guter Gott, wir haben dir heute für besonders viele Dinge und Menschen gedankt. Wir haben aber auch unsere Fürbitten. Unsere Fürsorge heute gilt unseren Assisi-Pilgern. Sei bei ihnen, lass deinen Geist auch dort in Assisi auf sie wirken und sie begeistern. Und wir werden dann bestimmt von der Begeisterung miterleben dürfen, wenn sie wieder zurück sind. Unsere Fürsorge gilt den Menschen auf der Flucht, egal wo, egal warum sie auf der Flucht sind. Wir sorgen uns, oder unsere Fürsorge gilt den Menschen, die zur Bahnhofsmission kommen. Und jemand hat in die Fürsorge heute seinen Wohnungsnachbarn, der versucht, ein neues Leben aufzubauen, mit hineingenommen. Sei auch bei all denen, die heute nicht hier sein können, weil sie nicht den Mut, die Kraft oder die Möglichkeit dazu haben. Lass uns nicht vergessen, den Menschen, die uns in welcher Weise auch immer geholfen haben, auch persönlich zu danken. Und wir bitten dich auch für uns selber. Hilf uns, dass wir an das Gute in jedem Menschen glauben und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Lass uns, wenn die Sorge wieder einmal zu groß wird, deine beruhigende Nähe spüren. Amen. Ich danke euch fürs Mitmachen. Das war heute mal ganz anderes Bitten und Danken. Und ich finde eine gute Einstimmung für die Erntedankwoche. Und jetzt wollen wir wieder singen. Lasst uns zur Ruhe kommen und uns nochmal die Woche reflektieren, für was wir dankbar sind, wo wir vielleicht Fehler gemacht haben oder Sachen einfach nicht gemacht haben, die wir hätten tun sollen. Du, Gott, hast uns schon längst vergeben. Sei du nun bei uns. Du siehst uns jeden Tag, was wir machen und nicht machen. Dennoch liebst du uns, wie wir sind. Danke dafür, dass du uns so nimmst, wie wir sind. Amen. In den MCC-Kirchen, in der Welt, sind wir vor Gott alle gleich. Egal, ob du, sie getauft bist oder egal, was du für eine Religion angehörst. Denn es ist Gott, die einlädt. Danke, Rainer.
als Jesus mit seinen Freunden am Tisch saß. Da nahm er das Brot. Segnete es, brach es, gab es den seinen, nehmt hin, das ist mein Leib für euch gegeben. Danach nahm er den Kelch, Kelch des Heils, segnete es und gab es seinen und sagte, nehmt hin, das ist der Kelch des Lebens. Es ist schön, dass wir jeden Tag zu dir kommen können, so wie wir sind. Danke, dass es dich gibt. Du uns begleitest mit deiner Liebe und hältst deine Hände schützend über uns. Amen. Wir machen heute ein Gemeinschaftsabendmahl. Dann würde ich euch bitten, drumherum zu stehen und Lothar und ich kommen dann auf euch zu. Einfach auf den Ablauf schauen. Nein, bis fünf. Nächstes Mal Großdruck für die Musik. Okay. Bevor wir uns unter den Segen Gottes stellen, möchte ich euch einfach noch sagen, dass ich das heute sehr schön fand, dass wir den Gottesdienst in dieser kleinen Runde so schön gemeinsam gestaltet haben, dass jeder irgendwas beitragen hat. Und also mir hat es richtig gut getan und mir hat es richtig gut gefallen. Danke an euch. Und nun möchte ich euch bitten, wenn es euch bequem möglich ist, für den Segen aufzustehen. Wie Gott die Sonnenblumen auf dem Feld kleidet und die Vögel unter dem Himmel ernährt, so möge er auch für uns sorgen, dass unsere Gerechtigkeit Früchte trägt. Christus, durch den und zu dem alles geschaffen ist, schenke uns seine Gnade, dass wir behutsam auf seiner Erde leben. Gott, gebe uns die Kraft ihres Geistes, dass wir ihm im Garten seiner Schöpfung dienen. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater und Mutter, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir nehmen noch mal Platz für ein letztes Musikstück.